alter Feind ist wieder aufgetaucht. Ein Spion hat die Angriffe auf unsere Sternzerstörer mit Projekt Starhawk der Neuen Republik erklärt. Die Gemeinsamkeit ist Lyndon James. Sie kannten ihn besser als jeder andere, Captain Carroll. Wäre das wahr, dann hätte ich ihn zerstört, und zwar vor der Sache bei Foster Haven. Das ist Ihre zweite Chance. Die Rebellen sind untergetaucht. Mit der Titanstaffel spüren Sie diesen Starhawk auf und eliminieren ihn. Sicher, Admiral Sloan. Aber mit Verlaub. Es gibt ja jemand Bestimmtes, den ich gern anfordern würde. Gray, bitte melden. Dass wir einen Neuzugang bekommen. Bestätigt, Sir. Captain Carroll bringt wen für die Jagd auf? Den Dreck, der unsere Schiffe stiehlt? Gut, je mehr, desto besser. Ganz ruhig, One Rack. Du weißt noch, wann du das letzte Mal ausgerastet bist. Als ich eine ganze Rebellenstaffel erledigt habe, um dir den Hals zu öffnen. Konzentration. Fenn hat recht, behalt es für dich, Sir. Und One Rack. Spar dir etwas für den Feind auf. Overseer und Titan, beendet die Inspektion. Euer Neuzugang ist eingetroffen. Du bist also unser Neuzugang. Willkommen in der Titanstaffel. Ich bin Vako Gray, Staffelanführer. Sie erwarten dich schon im Besprechungsraum. Mach mal einen guten Eindruck. Vako Gray kennen wir aus dem Hunted-Trailer. Schauen wir mal in den Besprechungsraum. Und damit willkommen zurück zu Star Wars Squadrons. Willkommen zu Hause, Pilot. Fühlt sich an, als wären wir eine Ewigkeit nicht mehr in Foster Haven gewesen, oder? Ein Idiot verrät seine Staffel und schon müssen loyale Officer wie wir voller Schande versetzt werden. Hab gehört, dass sie dich in den Outer Rim geschickt haben. Ich darf im Merrim-Sektor Treibstofflieferungen vor Schurken und Piraten beschützen. So ein Posten war früher das Ende einer Karriere. Vor Endor. Bevor Lyndon James wieder aufgetaucht ist. Du hast es sicher gehört. Admiral Sloan hat mir befohlen, den Verräter zu finden und dieses Projekt Starhawk zu beenden. Ich fand es passend, dass du mir hilfst, Lyndon auszuschalten. Dein Imperium braucht dich, Pilot. Bist du bereit? Gut. Erstmal wirst du als Titan 3 fliegen. An die Arbeit. Einer unserer Spione, Agent Thorn, hat wichtige Informationen über Projekt Starhawk gesammelt. Du sollst sie von einem orbitalen Außenposten über Hosnium Prime abholen. Deine Aufgabe ist es, den Außenposten für unser Exfiltrationsteam an Bord der Gladius zu sichern. Hinter feindlichen Linien gilt es, präzise und schnell vorzugehen. Wir können uns keine Fehler erlauben, Titan. Du musst zunächst die Perimeterverteidigung ausschalten, um Zugang zu erhalten. Unsere Spione melden auch Raketenplattformen zur Verteidigung von Hosnium Prime. Zerstört sie! Der Außenposten selbst wird mit Turbolaserkanonen von allen Seiten geschützt. Weicht ihnen aus und zerstört auch diese. Wenn das Gebiet gesichert ist, eskortiert ihr die Gladius zum Außenposten, damit unser Exfiltrationsteam Agent Thorn mitnehmen kann. Sobald Thorn in Sicherheit ist, fliegt ihr zu euren Gosanti-Kreuzern und kehrt zur Overseer zurück. Beschützt unseren Spion um jeden Preis. Das wäre alles. Ich bin Rella Saul, aber du brauchst dich mir nicht vorzustellen. Ich habe mir deine Akten bereits durchgelesen. Ist schon lange her, dass du an der Front gedient hast. Früher wären einer Mission wie unserer alle nur erdenklichen Ressourcen zur Verfügung gestellt worden. Aber seit Endor laufen die Dinge anders. In nur einer einzigen Schlacht haben wir unseren Imperator verloren und uns in 100 Fraktionen zerstritten. Wenn Imperator Palpatine nur den Imperialen Senat nicht aufgelöst hätte,
Dann hätten Senatoren wie meine Eltern nach Endor wenigstens für Ordnung sorgen können. Aber nein. Ich stelle die Entscheidung des Imperators nicht in Frage, aber jetzt, wo er nicht mehr ist, müssen wir an die Zukunft denken. Gäbe es wieder einen Senat, wären wir intern zumindest weniger zerstritten. Vielleicht können wir später weiterreden. Dringender denn je braucht das Imperium zuverlässige Soldaten wie Agent Thorn. Oder dich. Nur Einheit führt zu Fortschritt. Ich hoffe, dass du Admiral Sloans Vision eines Imperiums teilst. Nach Endor können wir uns keine Spaltung erlauben. Diese Mission ist ein wichtiger Schritt, um die Rebellion zu zerschlagen. Und sie sind nichts als Rebellen. Lass dich von ihrem neuen Namen nicht täuschen. Die neue Republik wird untergehen, genau wie die alte. Und du musst deinen Teil dazu beitragen. Geh zum Hangar. Bereite dein Schiff vor. Du bist wohl der Neuzugang. Ich bin Sergeant Whalen, Chefmechaniker und verantwortlich für die Hangar-Crew. Ich selbst sehe den Reiz des Fliegens nicht, aber ich arbeite schon an TIE-Jägern, seit es sie überhaupt gibt. Dein Jäger ist in guten Händen. Die Overseer hat Kämpfe bei Porthon Jail hinter sich, aber für diese Mission wurde sie von oben bis unten überarbeitet, auf Admiral Sloans Befehl hin. Und auf meinen Befehl hin wurde jeder TIE-Jäger in diesem Hangar komplett erneuert und Probe geflogen. Die Hälfte der Nieten habe ich selber festgezogen. Wir sind bereit. Ich gebe zu, ich verstehe nicht, wie du und der Rest von Titan da draußen klarkommen. Keine Schilde, keine Lebenserhaltungssysteme, nur ein Rumpf zwischen euch und dem Weltraum. Es stärkt wohl den Charakter. Hab noch nie einen TIE-Piloten getroffen, der vor einer Herausforderung kneift, ob mit oder ohne Schilde. Ich habe deinen Jäger auf den Stand der neuesten imperialen Richtlinien gebracht. Aber wenn es ein Bauteil oder Ausrüstung gibt, die du gerne hättest, dann sag einfach Bescheid. Ich kümmere mich darum. Dein TIE-Jäger ist startklar. Guten Flug. Neuling. Willkommen in der Titanstaffel. Nenn mich Shen. Und merk dir eins. Der Helm bleibt auf, auch außerhalb des Cockpits. Schon zu viele Bruchlandungen hingelegt. Mir das Genick gebrochen. 5 oder 6 Mal. Die Kybernetik hält mich zusammen. Kämpfen. Stürzen, wieder aufstehen, weiterkämpfen. Alles für das Imperium. Ein Rat? Geh weg, bloß nicht auf die Nerven. Netter Plausch. Bis zum nächsten Mal. Der wirkt gleich sympathisch. Bist du der Neuankömmling? Ich bin Havina Vonrek. Titan braucht immer neue Piloten, wenn du gut darin bist, Rebellen kalt zu machen. Wir fliegen mitten in ihr Gebiet, Hosnian Prime. Wir werden diesem Abschaum heimzahlen, was sie uns bei Endor angetan haben. Ich war dabei, als unser Imperator von den Rebellen ermordet wurde. Die Hälfte meines Trupps starb beim Versuch, ihn zu schützen. Captain Carol versteht mich. Sie belehrt mich nicht über notwendige Selbstwehr wie meine anderen Commander. Sie weiß, dass ich nur ein Ziel brauche. Politik überlasse ich den Admirälen. Ich hab's lieber einfach. Schieße stets, um zu vernichten. Wenn du dich mit der Staffel anlegst, legst du dich mit mir an. Aber wenn du deine Arbeit erledigst, halte ich dir den Rücken frei. Bis dann. Jo. Vonrek war auch ein Pilot bei der ersten Ordnung, glaube ich. War das Star Wars Resistance, wo der drin war? Ich glaube, Major Vonrek war dieser rote Pilot, also der komplett rot gekleidete Pilot in dem roten TIE Interceptor. Ich glaube, ja. Der TIE-Jäger, ein Klassiker. Manövrierfähig und flexibel. Kann nicht viel Schaden wegstecken, aber jemandem mit deinem Können sollte das nichts ausmachen. Deine Ausrüstung ist allerdings alles andere als Standard. Aber das sind die Missionen der Titan-Staffel ja auch nicht. Feuert Raketen in schneller Folge. Nach vorne kann sehr hohen Schaden verursachen.
Gute Wahl. Kann ich das gegen die Erschütterung? Genau. Leuchtpartikel. Lass eine Wolke in dir zurück, die Zielerfassung entfernen und Raketen und Minen aufhält. Fliege gerade, um sicherzustellen, dass Geschosse die Wolke treffen. Kann Großkampfschiffe schützen. Okay, lassen wir erstmal. Rumpf. Verstärkt der Sina-Rumpf. Erhöht die Rumpfintegrität, aber wenden und das Ende der Geschwindigkeit dauern länger. Gut, wenn du mehr Schaden wegschütten willst als sonst. Opfer Rumpfintegrität. Okay. Würde erstmal Tengi ein bisschen sein. Doppelte Mikroschubtriebwerke, geringe Höchstgeschwindigkeit und Beschleunigung, aber schnelleres Wenden. Perfekt, um Sternjäger nicht aus den Augen zu verlieren. Dein Schiff erreicht schnell eine Höchstgeschwindigkeit und kann sehr schnell abbremsen. Perfekt, um gegen dich auszuwählen. Okay, Doppelschubtriebwerke, starke Höhe der Beschleunigung, abbremsen niedriger. Generierung und Verwendung von Schub deutlich erhöht, perfekt für regelmäßig Hochgeschwindigkeit. Ich würde das fast nehmen, weil wir jetzt das, die Dings da machen müssen. Die Türme ausschalten. Da müssen wir nicht so schnell sein, aber mehr wenden. Zu mir. Imperiale Jäger, ändert den Kurs und verlasst das System umgehend, oder ihr werdet vernichtet. Ach, wie banal. Wir müssen schnell und präzise sein. Sie werden unverzüglich Sternjäger losschicken. Sie erhalten Verstärkung vom Planeten und der Station aus. Rebellen im Anflug. Kein Rückzug. Klingt nach einer guten Strategie. Titan. Vernichtet die äußere Verteidigung des Außenpostens. Wir sind dabei. Raketenabwehrsysteme aktiviert. Auslöschen, den Weg zur Station räumen. Die feindliche Zielerfassung hat mich. Stürze dich nicht frontal in ihre Kanonen. Oh oh. Zielen ist gar nicht so leicht mit dem TIE-Jäger. Weiter so. Gut. Sehr gut. Okay. Sie haben mich genau im Visier. Gut. Unser Weg ist frei. Weiter zum Außenposten. Genau so, Titan. Was? Sie haben die Raketenabwehr durchbrochen. Jäger entsenden! Schaltet die TIEs aus! Könnte ich doch die Panik auf der Station miterleben. Tja, geht nicht.
Wir sollten den Schildgenerator ausschalten. Ohne ihn sind die Turbolaser verwundbar. Rebellensternjäger auf dem Weg. Seid vorsichtig. Notfallenergieumwandlung. Schiffe ohne Schilde, wie beispielsweise der TIE-Jäger, haben einen Notfallenergiewandler, mit dem sie sofort sämtliche Energie von einem System aufs andere umleiten lässt. Du kannst vorübergehend deinen Triebwerken die Energie entziehen, um deine Primärwaffen zu verstärken, oder aber deine Waffen energielos schalten, um deine Schubdüsen aufzuladen. Halte X, um den Energiewandler zu benutzen. Ah. Ich bin da. Los geht's. Titan 3 attackiert ihren Schildgenerator. Weiter! Sehr gut, Titan 3. Keine Gnade zeigen. Du bist ein Beispiel imperialer Überlegenheit. Stationsschilder ausgeschaltet. Auf die Turbolaser des Außenpostens feuern. Wir brauchen eine sichere Landezone für unser Shuttle. Evakuiert die Transporter. Schafft die Fracht hier weg. Ein Rebellentransporter verlässt den Außenposten. Das ist ein wichtiges Ziel, das nicht entkommen darf. Vernichtet den Rebellentransporter. Wow. Dagegen fliegen. Stehe unter Beschuss. Verdammte Rebellen. Der ist nicht schnell genug nach unten geflogen. Oh, das Spiel bockt aber echt, also. Rebellen! Nein! Unsere Schiffe wurden zerstört! Gut gemacht, Titan 3. Du hast alle erwischt. Nicht ideal. Seite ist sauber. Greift den Rest an. Außenpostenverteidigung ist fast Geschichte. Weiter so. Sicher. Erledige den Rest. Ich werde angegriffen. Wie folgen wir? Okay, wo ist denn noch einer jetzt? Da schießt noch irgendwas. Bin an deiner Seite. Ja. Bin getroffen. Der Außenposten ist schutzlos. Titan hier, Shuttle Gladius. Kommen zur Exfiltration. Verstanden, Gladius. Rendezvous mit Titan bei diesen Koordinaten. Dünnt sie aus, wenn es sein muss. Gibt ihnen den Rest. Information und bereit. Position.
Na? Gibt's da irgendwo Jäger hinter uns, natürlich? Wo sonst? Fliegt der denn hin? Mir hängt jemand am Heck. Rebell eliminiert. Leb wohl, Rebellenabschaum. Wir nähern uns, Titanstaffel. Wow. Wir unterstützen euch, Gladius. Schaffen wir euch zur Landeplattform des Außenpostens. Wow. Verstanden, Staffelanführer. Wir sind wieder weg, bevor die einmal auf die Kontrollen geguckt. Schon kollidiert mit dem eigenen Schiff. Schön. Staffel, feindliche A-Flügler starten von der Station. Lass sie unser Shuttle nicht abfangen. Das Shuttle wird angegriffen. Information und bereit. Attackiert dieses Ziel. Mehr Sternjäger unterwegs. Verteidigt das Shuttle. Okay, haben wir schon mal sicher abgeliefert. Jetzt müssen wir wahrscheinlich kurz warten. Station erreicht. Exfiltration beginnt. Imperiale gelandet. Sie stürmen den Außenposten. Staffel, wir sind auf dem Weg zu Agent Thorns Position. Bereithalten. Seid bereit für den Rückzug. Warum fliehen, wenn wir die Station auslöschen können? Die Flucht mit Agent Thorn ist Captain Carrolls Strategie. Mit der Zerstörung eines Außenpostens erreichen wir nichts. Weitere Feinde auf dem Weg. Sie kommen vom Planeten. Um im All zu sterben. Schießt sie alle ab. Ich bin bereit. Eine Erleichterung. Vorsicht, Rakete. Die Rebellen haben mich erfasst. Rumpf ist beschädigt. Sag mal, wo ist denn das scheiß Fing? Fing, was sind das für ein Wort? Ding, meine ich natürlich. Ändert aber nichts daran, dass ich immer noch nicht sehe, wo das Schiff sein soll. Halt hinter dir! Pass auf! Du kannst mir nachher da.
Gedanken. Sturmtruppen! Was machen Sie denn hier? Zielperson an Bord. Feinde blockieren unseren Kurs. Bereithalten. Jäger im Anflug. Unter Beschuss. Ich werde als Ziel erfasst. Bin bei dir. Sie haben eine Rakete abgefeuert. Achtsam bleiben, hinter dir. Information. Boah. Unter Beschuss. So wird immer zu das markiert. Wo bin ich überhaupt? Ach, da. Wurde ins Visier genommen. Gern geschehen. Löblich. Okay. Jetzt kommt der Rebellen. Boah, die sind aber schnell. Agent Thorn. Feindliche Jäger erledigt. Titanstaffel, bei Gladius sammeln. Okay. Ich, Depp, hab vergessen, die Energie wieder auf die Schwaffen umzuleiten, deswegen haben wir so wenig Schaden gemacht. Aber gut. Alles ein Lernprozess. Wir sind außer Reichweite. Sichert unsere Flucht. Eskortiert uns zum Sprungpunkt. Verstanden, Agent Thorn. Republikanische Korvetten. Bewegung, Titan. Gladius, Kurs ändern und Agent Thorn schützen. Nicht ideal. Titan, wow. 3, die Sternjäger ausschalten. Das Shuttle um jeden Preis beschützen. Mein Ziel angreifen. Eliminiert. Weitere Rebellenschiffe im Anflug. Bringt Agent Thorn zurück zur Overseer.
Ein Feind weniger. Unter Beschuss! Okay. Sie blockieren uns! Einfach weiter! Ganz schön was los. Sie haben weitere Sternjäger geschickt. Komme zu deiner Position. Sie schicken eine Fregatte wegen uns? Immer weiter. Meide den Laserbeschuss. Gut gezielt. Korvette, aufgepasst! Eine Fregatte! Noch eine, mein Gott. Treffer kassiert. Wir haben es geschafft. Staffel zurück zum Trägerschiff. Aufladen. Lasst uns dieses elende System verlassen. Kann ich nur unterstützen. Mehr Rebellenschiffe im Anflug. War ganz schön stressig, aber gut. Glück, dass niemand die Trägerschiffe abgeschossen hat. Du gehörst jetzt offiziell zur Staffel. Na doch nicht. Also so schlecht waren wir gar nicht. 13 Minuten haben wir nicht ganz geschafft, aber der Rest. Nun gut, dann bedanke ich mich auf jeden Fall. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wahrscheinlich weiterhin Imperial. Wenn es so ist wie beim Rep, dann immer ein paar, oder bei den Rebellen, Schrägstrich Republik, immer ein paar Missionen hintereinander wahrscheinlich. Würde mich auf jeden Fall freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis dahin, haut rein, macht's gut und ciao.